Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, und zwar Nebenoperationen. Wir haben es doch jetzt letztes Mal gesehen, es sind jede Menge gelbe, also wichtige Nebenoperationen dazugekommen, aber auch unter anderem holen sie hier den Motherbase-Soldaten raus, 08, quasi die Nebenoperation mit der Nummer 58. Die bringt 180.000 GMP und wir reisen da gleich einmal hin, Mission starten. Nee, Ausrüstung wählen. Ach, egal. Mission starten am Abend, los geht's. Ob ich jetzt einen Karton dabei habe oder nicht, ist ja egal. Ja, mit dem Scharfschützengewehr kann ich den auf die Distanz ebenfalls ganz bequem rausziehen. Ja, heute ist meine E-Zigarette aufgeladen, aufgefüllt. Ich bin richtig vorbereitet. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Mein Handy ist nicht geladen. Das Bandana schaut so merkwürdig aus. Ist das das Bandana aus dem ersten Teil? Ich denke schon. Das geht schnell, ich markiere schon mal das Zentrum der Macht. Circa hier. So. Aufsteigen. Ja genau, der quietscht wieder. Das ist gigantisch. Jedes Mal, wenn der Helikopter landet. Blümchen pflücken, das ist ganz wichtig. Okay, der Gegner. Ich habe tatsächlich keinen Karton dabei. Egal. Wir werden den Vogel schon finden. Komm wieder hoch? Natürlich nicht. I remember him. He was off base during the attack 9 years ago. Bring him home, boss. Kann sie nicht sein, oder? Habe ich jetzt ernsthaft daneben geschossen? Eat this? Fuck you. Ey, was hat denn der für Zeug dabei? Okay, wir machen das anders. Brauche Deckung. You have arrived at your destination. Wo ist der Vogel jetzt hin? Clouds approaching. Sie hat ihn, sie ist die Beste. So, Helikopter. Please select a landing. Landing zone confirmed. Extraction arrived at mother base. Support helicopter requested. Sie
Sie hat ihn. Ja, wenn der Boss vergisst, sein Equipment einzupacken, dann muss Mutti das klären. Und jetzt fliegen wir natürlich auch gleich zur Krankenstation. Weil wir geben das nächste Bildchen dann gleich Pass. Ja, das wird auch noch ein Theater. Na komm schon. Ich mach so, ich unterbrich jetzt einmal hier das Video und messe euch die langweiligen Szenen reinziehen und schalte wieder ein, wenn ich einen Landeanflug auf die Krankenstation bin. Also bis gleich. So, jetzt sind wir im Landeanflug auf die medizinische Plattform auf unserer Motherbase und oh, Cutscene. It's raining. Okay, alles klar. Clouds approaching. Sorry Leute, aber... Nein! Ich hab keinen Karton dabei. Jetzt muss ich noch einen Karton abwerfen lassen. Gut, was nehmen wir da? Was sind da am günstigsten? Der da. Please select a drop point. Supplies requested. Bin nämlich jetzt da auf der Kommandoplattform. Welcome back, boss.
und nicht auf der medizinischen. Also muss ich schauen, dass ich irgendwie... Mann, komm schon, wo ist das? Hier. Das ist unser Hauptquartier und das kommt aus der Luft. Egal. So. Gut. So. Jetzt ist die Frage, wo ist er? Da ist er. Auf dieses gelbe Eichhörnchen. Und los geht's. Please select a delivery point. Oh yo. Ganz ehrlich, solche Szenen, wie wir es gerade gesehen haben, in einem Computerspiel, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja zu alt dafür. Naja, ich bin halt schon alt, sag, vielleicht kann sich ja als 16-Jähriger viel mehr dafür begeistern. Sind wir Leute motiviert, das ist schon mal ganz toll. Na dann, auf zum nächsten Bildchen. Ja, ja. Na komm, das muss schneller gehen. Wo ist das Dreieck? Was ist es, Snake? Ich zeige euch gleich das Bildchen. One of the group birthday parties. They are something to look forward to every month. Miller was so funny at this one. Where is the party this month? Last month was... I cannot remember. It was... And then I... No, that is not right. But I am an angel of peace. I am a student. I am so tired. I will just lie here a while. Okay, an der Wand hängen 6 Fotos. Sie hat jetzt das 7. bekommen. In Wirklichkeit sollten es 8 sein, also wir müssen nochmal daherkommen. So, raus hier. Sonst kann ich nicht ins iDroid-Menü. Weil, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir nämlich schon... Genau. Rüber zu den Fotos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Da ist die Geburtstagsfeier. Die hat sie jetzt gerade gekriegt. Und dann müssen wir nochmal vorbeikommen. Irgendwann nach einer Mission, die schnell abgelaufen ist, um Costa Rica hier abzugeben. Gut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gibt es mir bitte einen Daumen nach oben, vielleicht abonniert der eine oder andere sogar meinen Kanal, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!